spielen wir das Spiel Juwelenjagd von Haber. Und wir haben ein paar Gäste dabei. Meine Cousine Janine. Und es ist von zwei Spielern bis vier Spieler. Und ab 6 Jahre. Ab 6 Jahre. Genau. Sag mal hallo, Janine. Hi. John ist heute auch da, aber der möchte nicht mitspielen, richtig? Ja, gell? Hallo. Also gut, dann erklärt mal, wie das funktioniert. Also, ja. Hier ist so eine Dorfkarte. Das hatten wir schon in einem Video, so eine Dorfkarte. Nur sind hier jetzt so, hier ist jetzt so ein Steg auch und so. Und da sind auch solche Kreise, genau. Mit solchen Punkten, also und Punkte drauf. Eins ist grün, eins ist rot, eins ist blau. Und genau. Außerdem gibt es solche Schiffe. Solche Schiffchen gibt es hier. Wir spielen das Spiel heute zu dritt, also brauchen wir zwei Schiffe. Wir brauchen das rote und das Schiff. Blaue Schiff. Und das blaue, genau. Das rote kommt auf diesen langen Steg. Das blaue kommt da, wo das blaue Zeichen daneben ist. Das grüne Schiff, das brauchen wir heute nicht, weil wir nur zu dritt spielen. Man kann das nämlich auch zu viert spielen, da braucht man auch das grüne Schiff. Ja, da haben wir vorhin gesagt, von 2 bis 4 Spieler. Genau. Was ist mit den Karten hier? Was ist an denen so besonders? Die Karten haben solche Löcher mit das sind so Schatzlöcher. Solche, ne? Schatzlöcher, ja, Schatzlöcher. Genau. Und beim Schatzlöchern, die Schatzlöcher müssen auf die untere Seite. Und dann, und dann müssen wir später fühlen, wie viele Löcher da drunter sind. Und dann. Und dann Von der Anzahl der Würfel, hier gibt es nämlich auch Würfel, die Anzahl der Würfel. Gefunden hat, der glaubt, man hat sie gefunden, nimmt die 2 und nimmt dann auch das rote Schiff, wenn man jetzt zu zweit spielt. Der Erste, der das als zweites nimmt. Ja, also ich sag mal, wir spielen jetzt erst einmal, dann versteht man das am besten, während wir spielen. Ne? Ja. So, hier gibt es auch Edelsteine. Und natürlich dieses Handbuch, das könnt ihr euch wie immer sparen, da wir das alles hier erklären. Genau. Die grünen Edelsteine brauchen wir heute nicht, weil wir ohne das grüne Schiff spielen. Die sortieren wir aus und haben dann nur die roten und die blauen Edelsteine. Also, soll der Gast anfangen? Heute darf der Gast anfangen, ja. Ne? Janine fängt an. Würfel hier, dann sieht man das, genau. 4. Also, Janine hat eine 4 und eine 0 gewürfelt, zusammen ergibt es 4. Und jetzt geht es darum, dass wir uns 2 Karten raussuchen müssen, die genau diese 4 Löcher unten haben. Also wir dürfen diese Löcher nur ertasten, wir dürfen die Karten nicht umdrehen. Ich fühle jetzt und ich sehe, da ist jetzt überhaupt gar kein Loch unten drunter, also es ist eine Nullerkarte. Die nehme ich jetzt und lege mir vor mich. Ich hatte das jetzt geschafft, also ich glaube, hier war jetzt nur eins drunter und hier, glaube ich, waren 3 drunter. Also glaubst du, du hast deine 4 Punkte? Jupp. Dann leg die Karte vor dich hin und der Erste, der meint, dass er fertig ist, schnappt sich das rote Schiff. Oh, wir haben vergessen, die Edelsteine auf Rot und Blau neben das Schiff zu legen. Also, Melina ist fertig. Die Punkte. Sie hat jetzt hier das rote Schiff bei sich. So, jetzt geht es um den Zweiten. Und jetzt den Zweitschnellsten. Ich weiß wer. So, ich glaube, ich bin auch fertig. Ich habe das blaue Schiff bei mir. Das heißt, bei Janine, du kannst jetzt so viel Zeit lassen. Eigentlich ist es egal, ob du was du jetzt hast. Genau, wir zeigen gleich warum. Das sind deine Karten, ne? Du beginnst. Jetzt schauen wir mal, ob du 4 hast. Dreh mal um. 1, 2, 3, 4. Oh, hast Glück gehabt. Der rote Edelstein bleibt bei dir. Jetzt bin ich dann als Zweiter mit dem blauen Schiff. 1, 2, 3, 4, 5. Oh nein, ich habe falsch. Ich habe ein Loch zu viel. Das heißt, mein Schiff wandert zu Janine rüber. Und Janine bekommt auf jeden Fall, egal was sie hat. Wie viel hast du? 5. Sie hat 5. Also aber sie bekommt trotzdem den Edelstein, weil ich falsch hatte. Ja, und der nach mir bekommt immer den Edelstein. Mhm. So. Es beginnt die Runde von vorne. Und das rote Edelsteine sind 3 Punkte wert. Das blaue Edelsteine sind 2 Punkte wert. Genau, zum Schluss werden die Edelsteine zusammengezählt. Und wer die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Und das Spiel ist zu Ende, wenn es keine Edelsteine mehr gibt, die man verbraten könnte. Okay. Jetzt geht's reihum. Ja, also jetzt bin ich dran. Jetzt, Janine, was haben wir? Eine 6. Also 4 und 2 gibt 6.
Und los geht's, wir suchen. Ja, ich weiß nicht, ob es drin ist. Das sind zwei. Ich glaube, ich hab's. Ich habe mir das hohle Schiff geschnappt, weil ich glaube, ich bin fertig. Wer ist am zweitschnellsten? Melina hat das blaue Schiff. Okay, jetzt decken wir auf. Papa zuerst, weil er das rote Schiff hat. Der dritte, der muss eigentlich gar nicht mehr weitermachen, weil der bekommt die Edelsteine zum Schluss sowieso. Vielleicht, vielleicht. Ja, wenn wir falsch haben, genau. Also fangen wir an. Wie viel müssen wir haben? Sechs. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nein, John. Ich habe 7. Also habe ich schon mal falsch. Mein rotes Schiff wandert zum blauen rüber, zum zweiten Platz. Mhm. Was hast du? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Melina hat auch 7 Punkte gehabt. Dann also wandern beide zu Janine. Janine, beide Schiffe und somit auch beide Edelsteine, egal wie viele Steine sie hat. Hat das auf jeden Fall was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, okay, gut. Viel zu viel, aber richtig. Weil du jetzt die Zeit so. Die nächste Runde erklärt jetzt Janine, würde ich sagen, als Gast. Ne? Wir sehen das mal ruhig. Michael, komm mal näher, dass man dich auch hier oben sieht in der Kamera. Okay. Ja. Was haben wir vergessen? Ja. Die Edelsteine. Die Edelsteine, ja. Ich bin dran. Eine 4. Eine 4 und los. Jetzt. Ertasten. 1, 2. Ich glaube, jetzt hier zwei Löcher, die lege ich schon mal her. Ich habe das rote Schiff schon. Du hast schon das rote? Ja. Ein bisschen näher zur Kamera, dass man dich auch sieht. Jetzt geht es um den zweiten Platz. Jetzt habe ich vergessen, wie viel ich hier unten hatte. 1, 2, 2 habe ich. Das war nix. Das ist 1. Oh, vielleicht soll ich das nicht so laut sagen, sonst weiß Janine, dass ich habe. Ich glaube, ich hab's. Gut, jetzt der rote Fisch. Wir müssen 4 haben. 1, 2, 3, 4. Oh, ich müsste einen Nuller. 5, 6, 7. Ich müsste hier einen Nuller hinlegen. Das rote Schiff wandert mal zu mir rüber. Jetzt gucken wir mal, wie viel ich habe. 1, 2, 3, 4. Ha! Nein, doch, ich habe. Ich hab's richtig, also bekomme ich beide Edelsteine direkt. Janine und Melina gehen leer aus. 5. 5 wäre auch zu viel gewesen. Gut, jetzt die Edelsteine. Edelsteine vergessen und die Schiffe zurück, genau. Und wir haben jetzt wieder eine 4. Okay. Nein. Und los geht's. Aha. Ich hab's. Hab's auch. Aha. Janine, du musst jetzt nicht mehr weitermachen. Okay, Laden lösen wir mal auf. Ich habe. Oh. Was brauchen wir? Wir brauchen eine 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und knapp vorbei. Wird blau, Melina? Ich. 1, 2, 3, 4. Ja, Melina hat beide Edelsteine. Janine geht leer aus. Sie hat ja schon 3, ne? Ich habe auch 3. Ich habe 2 rote und 1 blaues. Ich habe also mehr Punkte als Janine, weil. Die wird mir. Wie viele Punkte, Janine? Die roten 3, die blauen 2. Ja. Genau. So viele Edelsteine haben wir noch. 4 rote, 4 blaue und nur noch 1. Also 5 Runden geht das Spiel noch. Und zum Schluss werden die Edelsteine zusammengezählt. Gut. Melina, würfelst du? Okay. 6. Nein, eine 8. Was? Ah, doch. Nein. Entschuldigung, ich hab eine 6. Also 6, los geht's. Ich muss hier füllen.
Wenn jemand eine 1 findet, kann er sie mir geben. Ich habe eine 1, aber ich gebe sie nicht. Ah, also hier wahrscheinlich. Oh mein Gott. Ja, ich habe das Rote. So, wer schnappt sich das Blaue? Blau, hast du? Ja, das war 3. Ja, stimmt. Ich habe das versucht mit dem Finger. So. Ich habe jetzt irgendwas genommen. Jetzt bin ich gespannt. Wir brauchen 6. Ich habe. Ui. Ui. Oh nein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nein. 1 knapp daneben. Das war wohl nichts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh! Der nimmt beide ihre Steine. Aber zeig mal, ob du wenigstens richtig hättest. Ich hatte nur 2. Ja, perfekt. Trotzdem gewonnen, ne? Am weitesten entfernt hat trotzdem gewonnen. Perfekt. Weil wir zu schnell waren. Oh, eher langsam als schnell. Das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Oh ja. Zeit lieber lassen. Zeit lassen. Ja. Also los. Wer ist dran? Ich? Ja. Ja. 3. Oh, das wird einfach. Naja. Oh, was? Nee, du brauchst, sorry, du musst 2. Du musst, ja, doch, dann musst du noch einen Nuller finden. Also man muss zwingend 2 Karten vor sich liegen haben. Nuller gibt es nämlich auch. Ne? Also wenn da gar kein Loch ist, das ist dann eine Null. Was? Yes. Und ihr könnt es da so hinlegen, dass es eine Insel ergibt. Also dass diese 2 grünen Dinger ein Kreis sind. Kann man machen, kann man. Aber muss man nicht. Ja, muss man nicht, aber kann man. Ich hab's schon gerade eben. Hast du schon? Oh Mann, ich bin mir nicht sicher. Also gut, Rot löst zuerst auf. Zeig mal die Kamera, dass man noch was sieht. Ha? Also, ich hab 1, 2, 3, 4. Wir brauchen bloß 3. 1 knapp daneben. Das blaue Schiff geht rüber zu Janine. Das rote. Das rote, ja. Was hast du? Ich habe 3. 1, 2, 3, perfekt. 3 brauchst du deine Edelsteine, gratuliere. Papa hätte wie viele? Ich habe jetzt vergessen zu gucken, ist ja auch egal. Egal, es war das und das, weiß ich noch. Ja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Janine ist dran. Du hast so ein Glück. Naja, nicht immer. 2 Stück. Oh, 2. Ja, wow, das war leicht. Naja, das hätte ich lieber nicht gesagt. Fertig. Was? Bist du sicher? Das ist ja. Was du auch so schnell kontrollieren, wenn man noch mal so lange Zeit hast. Ja. Oh. Aha, siehst du? Das Schiff kommt zurück, suche ein neues. Hey, nein, das hab ich bei mir. Ah, ja, sorry. Nuller zu finden sind auch schwer. Also, ich bin fertig. Oh, Janine hat's rote. Was? Und ich bin wieder allein. Na gut, ich glaube, ich lasse es. Ja. Das Rot beginnt. Löse auf. In die Kamera, dass man 2 Stück. Ja, toll. Ist deins. Deine Edelsteine. Brauchen wir gar nicht weiter gucken. Ein roter. Und ein blauer. Nee, noch nicht. Ich doch, sie kriegt beide. Ah, oder? Wie war das? Nein, ich habe einen blauen. Ah, ja, ja, du hast einen blauen. Ja, ich habe 3. Oh, blöd. Dann kriege ich deinen blauen als nächstes. So oder so. Ja, viel zu viel. Auch wenn er zu viel hat, kriegt er es. Kriege ich ein blaues. Ah, ja, stimmt, soweit. So, vorletzte Runde, Leute. Oh. Wie ist denn der Zwischenstand? Ich habe hier 2 blaue, ein rotes. Ich habe 2 rote, 1 blaues. Ich habe 4 rote und 4 blaue und 4 rote. Oh, das wird ganz knapp. Oh, von wegen. Oh, warte, nochmal. Kippe. Hier, wir haben eine 8. Jetzt 8. Dauert. Oh, 8, das wird jetzt dauern. Hallo. 1, 2, 3. Geschaut, oder? Was? Versehentlich. Falschrum. Hallo. 1, 2, 3. Mhm. 4. Da fehlt aber 1. Du hast schon 2. Ja, ich weiß, ich lege es wieder weg, das ist 1 zu viel.
Ich hab's lieber geschafft, eine 8 zu kriegen. Ich hab's rote. Aber das wird echt schwer. Ich glaube, ich hab's rote. Na? Ich weiß nicht, ob es heute noch was wird. Okay, ich bin fertig. Okay. Auf jeden Fall bin ich es nicht. Hol dir eigentlich irgendeinen dazu. Irgendwas dazu lege, ist ja egal. Also, wie viel brauche ich? 8? Mhm. Ja. Oh je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, voll daneben. Das wandert rüber das zum Blauen. Das heißt, das Blauen. Schiff kommt jetzt zu mir und bei mir sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boah, sind und bei mir waren es 1, 2, 3, 4. Ah, hat nicht gereicht. Haben noch viel gefehlt. Letzte Runde. Jawohl. Also ich glaube, Janine wird gewinnen, so wie es aussieht. Janina, möchtest du? Und dabei ist es ihr erstes Video. Das wird aber ganz knapp, wie sie gewinnt. Ja, von wegen. Nein. Nein. Oh, das ist knifflig. Eins, zwei, drei. Habe ich schon mal. Eins, zwei, drei, vier. Nix. Zu wenig. 3, 4, 5, 6. Hier habe ich glaube ich 6 und 3. Rot bei mir. Jetzt geht's um die Wurst. Um die Wurst. Janine, die wollte ich gerade nehmen, die Karte. Ja. Danke. Okay. Warte, wie viel hatte ich nochmal hier? Ja, das ist ein Merk- und Tastspiel, ja. Und Rechenspiel. Rechnen kann man auch noch dabei. Besonders für Erstklässler ist es auch was jetzt. Das bedeutet hier im Raum. Glaubst du, du hast? Jetzt für mich. Ich habe jetzt gar keine mehr. Oh, das ist schwer. Das blaue Schiff wartet noch auf seinen Besitzer. Wird noch etwas aufgeladen. Oder er gesagt, der Wind kommt nicht hin, es ist zu warm. Oder er gesagt, zu segeln. Zu segeln. Oder zu steuern, also ich glaube, jetzt wird nichts. Ich auch nicht. Ja, dann nehmt irgendwas, vielleicht habt ihr Glück. Und hier war. Okay. Du hast. Also ich nehme einfach das. Ich weiß nicht, ob ich es habe. Ich nehme einfach das. Ich weiß auch nicht, ob ich es habe. Okay. Ich habe jetzt dann irgendeine noch genommen. Also, Rot löst zuerst auf. Wir brauchen 9. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oh, meins daneben, 10. Das rote wandert zum Blauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Janine hat wieder beide Steine. Und ich hatte... Was hattest du? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, knapp. Aber trotzdem hast du die Steine, weil du die meiste genommen hast. Oh, das ist so gut. So, jetzt wird zusammengezählt. Ich habe 3er und 2 Zweier. Gibt zusammen 7 Punkte. Ja. Ich glaube, ich habe gewonnen. Ich will auch gar nicht mehr zählen. Jetzt bin ich
2 Dreier, das ergibt 6 und 7. Nee, das sind 2. Ja, stimmt. 8. Also, ich habe hier 2. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 rote. 6 mal 3 gibt. 6 mal 3 gibt. 6 mal 3, das ist 18. 18, genau. Und dann 2, 4, 20, 22, 24, 26, 28 und 30. 30 Punkte. Die vierte Klasse. Ja. Ja. Also ich würde sagen, Janine hat ganz knapp gewonnen. Oh Mann. Ja, an zweiter Stelle kommt Janine und ich bin der Letzte. Verloren. So, was hoffen Sie? Das Spiel hat euch gefallen. Wir verlinken es noch unten in der Beschreibung. Genau, falls ihr euch bestellen wollt. Und wir würden uns über ein Abo und einen Daumen hoch freuen. Und vielleicht könnt ihr auch mal einen Kommentar schreiben, wie es euch gefallen hat, dass Melina mit anderen Kindern auch mal gespielt hat, als mit mir. Danke. Tschüss. Tschüss. John, willst du auch Tschüss sagen? Nein.